So, dann schauen wir mal, wenn wir jetzt den da hier Du tunkst die eintippen. Bürste in das heiße Wasser-Essig-Gemisch. Vielleicht funktioniert das ja besser. Nachdem du die Bürste in das heiße Wasser-Essig-Gemisch getunkt hast und damit den Dreck auf dem Kreuz bearbeitest, beginnt sich dieser aufzulösen. Und als du so lang geschrubbt hast, dass dir fast die Arme abfallen, Können wir auch was machen? Ich würde bis einmal behaupten, wir müssen hier noch frei buddeln. außerdem findest du in der Erde etwas, das du ohne zu zögern einsteckst. Oh, was denn, was denn, was denn? Aha, ich würde mal sagen, die gehört da drauf. Nein. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, es war. Wartet mal, ich habe das ja noch aufgeschrieben hier irgendwo. Ups. Schwefel links. Schwefel. Nach dem Entfernen der Abdeckung gibst du Schwefel in das Loch und Okay, Salz du oben entfernst die rein. Abdeckung vom Loch, schüttest das Salz hinein und irgendwo im Kreuz wird ein Mechanismus in Gang gesetzt. Dann Quecksilber in die rechte Eine Seite. gute Idee, aber zuerst musst du die Abdeckung entfernen. Die Münze passt nicht in das Loch, das hinter der Abdeckung. Wir haben hier noch ein Messer. Mit der Klinge des Messers kannst du die Abdeckung entfernen. Dann das Du da rein. entfernst die Abdeckung und schüttest etwas Quecksilber in die Öffnung, woraufhin sich irgendetwas im Kreuz entriegelt. So, und jetzt haben wir eigentlich bloß noch Wenn Feuer. das Kreuz so funktioniert wie das von Petit, dann ist dies das Loch für Feuer. Aber du schaffst es nicht, dass die Flamme weit genug in das Loch hineinbrennt. Dann Du können wir da vielleicht entfernst die Alkohol Abdeckung rein. und füllst das Loch mit Alkohol, woraufhin du ein Geräusch hörst, was du für ein gutes Zeichen hältst. Du Okay. entfernst die Abdeckung und der Alkohol verbrennt in Windeseile, was dazu führt, dass sich irgendein Zahnrad im Innern des Kreuzes bewegt. Oh. Brüder, Brüder, Ruhe! Ihr wurdet in der Halle der Ewigkeit zusammengerufen, weil der Frieden unserer Gemeinschaft mit Füßen getreten wurde. Einer der unseren hat verhindert, dass die Erneuerung des Fleisches vollzogen werden kann. Zeigt euch, Ketzer! Wer seid ihr? Wollt ihr etwa eure letzte Gelegenheit, etwas zu sagen, vergeuden? Gerade ihr? Seit dem Tage, als wir diese Kirche errichtet haben, seid ihr meine rechte Hand gewesen. Aber ihr habt uns verraten. Gesteht euer Verbrechen. Seele. Ich habe dem Teufel meine Seele verkauft. Ist das ein Verbrechen?
Wir alle haben es getan. Okay, Folter. Ich habe Unschuldige gefoltert, um zu erfahren, was sie wussten. Und ihr wart womöglich einer der besten Folterknechte, die dieser Orden je hatte. Aber damit habt ihr uns nicht verraten. Hä? Sakrileg? Trotz meiner Sünden habe ich den Leib Christi empfangen, um Satan zu gefallen. Ihr wisst selbst, dass eine solch noble Tat keinen Verrat darstellt. Schändung? Ich habe Gräber ausgehoben, Leichen geschändet und ihre Organe entnommen. Ich selbst hatte euch darum gebeten. Da gibt es nichts zu bereuen. Was haben wir denn angestellt? Mord? Ich habe mehr als 50 Menschen kaltblütig ermordet. Männer, Frauen, Alte und... Und ihr habt versagt, Ketzer! Ihr habt meine Befehle missachtet, dem Auserwählten geholfen zu fliehen und so die Vollendung der Erneuerung des Fleisches verhindert. War es ein Kind? Er war noch ein Kind. Wen interessiert denn das Alter, wenn man die Unsterblichkeit vor Augen hat? Es musste sterben, um wiedererweckt zu werden und unserer Suche einen Sinn zu geben. Bereut ihr euren Verrat? Nein. Ich würde es wieder tun, Guinness. Was machen wir mit ihm, meine Brüder? Leben oder Tod? Dann sei es der Tod. Aber Satan ist der einzige barmherzige Gott. Und er gewährt euch eine weitere Chance. Nach eurem Tod werdet ihr zurückkehren, um ihm erneut zu dienen. Fügsam und ohne eine Gelegenheit des Verrats. Niemals. Das werde ich niemals tun. Nein, hört gut zu. In nomine Dei Nostri Satanas Luciferi Excelsi. Nach jahrelanger Suche sind wir durch die Kombination der Folter und den Elementen der Alchemie auf die Formel der Unsterblichkeit gestoßen. Ihr wurdet dem Ritual gemäß gefoltert. Und nun werdet ihr aus dem Kelch des ewigen Lebens trinken. Salz und Schwefel, um es zu reinigen. Eisen, um es neu zu schmieden. Gold, um zurückzukehren. Quecksilber. Feuer, um Satan zu huldigen. Quecksilber. Und die Münze des Schicksals, um den Schöpfer selbst zu verhöhnen. Quecksilber, um sich zu erinnern. Es ist Zeit, meine Brüder. Lasst ihn trinken! Jetzt gebt ihm ein Brandzeichen, sodass wir ihn wiedererkennen, sobald er zurückkehrt. O Satan! Ihr, der ihr diesem Ketzer das ewige Leben geschenkt habt, erlaubt uns, es ihm für den Augenblick zu entreißen, damit er zurückkehrt und uns eine Kostprobe eurer Kunst gibt. Tötet den Angeklagten. Ah! Im Namen der heiligen Inquisition, der frevelhafte Guinness de Ordunia und alle Mitglieder seines dämonischen Ordens werden in ihrer eigenen blasphemischen Kirche hingerichtet und unter freiem Himmel verbrannt, um die Ketzer zu verhöhnen. Das Urteil wird heute am 31. August des Jahres unseres Herrn 1501 vollzogen. Hallo, Choke. Okay. Dein Freund Mr. White ist unterwegs.
Die beiden, die dich festhalten, könntest du mit Leichtigkeit loswerden. Du sollst ihm etwas aufschreiben. Ein Rezept. Du erinnerst dich bestimmt. Aber was dann? Es sind so viele. Sagst du gar nichts? Vielleicht hilft dir etwas. Ja, ich erkenne dich wieder. Aus einem früheren Leben. Ich dich auch. Immer wenn ich in den Spiegel sehe. Der unbekannte Sinn. Nicht! Du beherrschst den Schwertkampf bereits. Wieso bist du noch hier, Lehrling? Ihr habt mich noch nicht gelehrt, den unbekannten Sinn zu beherrschen. Du bist nicht bereit. Wann bin ich soweit? Bring mir eine Blume der Wahrheit. Wirst du mich dann den unbekannten Sinn lehren? Bring mir eine Blume der Wahrheit. Alter Schwede, das ist krass. Das ist echt extrem kompliziert. Wir haben jetzt das Vögelchen. Du platzierst die Körner in einem der Löcher im Sims und... Vogel befindet sich direkt unter den Blumen der Wahrheit. So viel Mut du auch zusammennimmst, der Sprung ist viel zu weit. Okay. Wenn du dies hinüberwirfst, kannst du vielleicht eine der Blumen abschneiden. Wenn du dies hinüberwirfst, kannst du vielleicht eine der Blumen ab... Das wirfst du. Im unteren Teil sind glühende Kohlen. Sie erhitzen den Brenner und mit ihm den Weihrauch, der sich im oberen Teil befindet. Der Mais mit dem Olak. Du nimmst noch ein paar Körner mehr. Können wir den Vogel vielleicht dressieren? Du lässt die Körner auf den Sims fallen und... Du nimmst noch ein paar Körner. Wir brauchen ein Seil. Er starb, obwohl die Erde eine Eisschicht verhindert. Die Feststellbremse ist verrostet und verhindert, so sehr du auch... Ich merke schon, wir sind hier genauso weit wie beim letzten Mal. Was hat er denn da für Gewürze rumstehen? Der Honig, mit dem dein Meister den Brei süßt. Du kannst dem Meister nicht den Honig für den Brei wegnehmen. Jackbutter. Mit einer kurzen Geste der Zustimmung erlaubt dir dein Meister, ein Stück Butter zu nehmen. Okay. Bohnen. Die Grundzutat des Breis. Können wir da auch was mitnehmen? Was das Essen angeht, gibt es nur wenige Dinge, die dich so sehr anwidern wie Bohnen. Ich habe ja eine Vermutung. Es wäre mühselig, die geschmolzen. Du würdest alles tun, um den Mais mit ein bisschen Butter zu schmurgeln, was? Vergiss es. Das legst du nicht in den Topf.
Auch wenn Jackbutter vielerorts zur Herstellung wohlriechender Kerzen verwendet wird, verabscheut dein Meister... Es wäre mühselig. Ah. Och, guten Morgen. Hierüber. Butter mit... Das Fett hat die Bremse gelöst, sodass die Kurbel nun bewegt werden kann. Okay. Er befindet sich womöglich schon Jahre dort unten im Abgrund. Was ist da drin? Du müsstest dich über den Abgrund hinauslehnen, um den Knoten zu lösen, der Eimer und Rolle zusammenhält. Zu riskant. Dank der Jackbutter. Okay, dann haben wir schon mal wieder ein Problem gelöst. Können wir das so bewenden? Du müsstest dich über den Abgrund lehnen, um das Seil... so verwenden? Du versuchst die Eisdecke, die den Stab... Nein. Was haben wir denn da drin? Ein kleiner Ofen, auf dem dein Meister aus den zuvor gemahlenen Zutaten Brei kocht. Heiß. Können wir jetzt hier diesen da machen? Nein. Olak Adir. Ja. Katana. Wieso habt ihr den Unterricht im Schwertkampf für beendet erklärt? Weil der Schüler den Meister übertroffen hat. So, dann...